so viele Äpfel. Hier sind Wumperfrüchte. Und die Hälfte meiner Mitarbeiter aus dem Büro in der neuen Firma haben auch Pollenallergie. Alle haben Pollenallergie. Alle sind Evolutionsopfer. Okay, jetzt hier alles beisammen. Okay, die Akku lasse ich mal da, die Akkumaske. Mit den Wumperfrüchte. Ich weiß. Siehst du, wie ich das weiß? Ich lasse mich dafür sogar sterben. Nur damit du siehst, wie sehr ich das weiß, dass es Wumperfrüchte sind. Ja, ich habe auch irgendwie dieses Jahr... Alter! Dieses Jahr auch irgendwie mehr Probleme damit als sonst. Und Dennis ist auch die ganze Zeit mit seiner Nase da. Ist doch alles das Gleiche, ja, natürlich. So. Waren wir eigentlich schon bei den 99 Leben? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, Tim. Müssen wir uns auch mal angucken. Dennis hat hier die ganzen Staffeln rum. Dennis hat hier die ganzen Staffeln rumfliegen von, hör mal, wer da hämmert. Ich sehe die sogar da oben. Da oben stehen sie. Müssen wir uns eh auch mal wieder angucken. Das war auch, als ich letztens im Westerwald war wieder, als ich meine Eltern besucht habe, da war der ganze Boden, der war so gelb, Alter. Und hier, das, hier ist da nichts dagegen. Ich würde gar nicht wissen, was meine Pollenallergie wäre, wenn ich wieder im Westerwald wäre. Ich glaube, da würde ich tot. Tot. Einfach tot. Da hat es dann auch irgendwie geregnet und da hat man dann richtig so am Boden gesehen, wo das Wasser lang gelaufen ist, weil da überall so richtig gelbe Linien waren von den Pollen. So, jetzt wollen wir das aber hier mal schaffen. Ich halte mich schon wieder viel zu lange in diesem Level auf. Das war knapp. So. Torna again. Hello again. So, hier können wir ja ruhig sterben. Was wir jetzt natürlich nicht tun. Natürlich. Eben fünfmal hier drin gestorben, jetzt gar nicht. Haben wir denn jetzt die 99 Leben? Nee, immer noch 97. Verdammte Axt. Nee, doch, 99 jetzt. Jetzt ist es aber so. Ach, da war nur ein Leben. Ich dachte, da wäre noch eine Kiste gewesen. Dumm.
Moinsen, hallo. Monster Norway. Dum, da, da, dum, dum. Don't die. Ach, das war schon wieder so knapp hier, ne? Und weh, ich habe jetzt gleich nicht alle Kisten. Der da hinten ist mir zu schnell unterwegs. Ah. Okay, drei Kisten noch. Sterben. Ich habe schon wieder so schwitzige Hände. Oh nein, jetzt auch noch in die Richtung. Oh, drei Kisten. Wir haben es geschafft. Was? Warum? Was ist das hier für ein Spürkes? Es sind... irgendein Bot von Twitch wollte dein Dings nicht freigeben. ja, ich keine Ahnung, der war auf einmal da. Ich weiß auch nicht. Ich habe es auf jeden Fall auf Erlauben klickt und jetzt steht da danke für dein Feedback. Toxic Waste. Aber was hat denn für ein Level? Ach hier, das mit den rollenden Fässern. The Rolling Fasses. Ich trinke jetzt erstmal noch was. So, wie ich gerade getrunken habe, das sah ein bisschen aus, so von wegen, dass ich irgendwie Werbung für irgendein Getränk gemacht hat. Nettowasser. Irgendwie sowas. So. Davon, man darf hier sterben, oder? Nur? Und man darf nicht mehr unanständig sein. Oh. Schulz. Hier finde ich tatsächlich hier die Musik besser. Da habe ich gerade in den Chat geguckt. Speech. Ah, Kuro ist wieder da. Oh, ich mag das nicht, wenn man bergauf springen muss. Da habe ich immer Angst, dass ich das nicht richtig packe, dass ich zu niedrig springe. Puh. Ich dachte, da kämen jetzt nur die.
Wir kommen jetzt anscheinend abwechselnd. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr von dem Spiel, ne? 3 Tage mal nicht gezockt und dann alles weg. Ich glaube, hier gibt es auch nicht viele Kisten, ne? Ja, 39. Das ist nicht die Welt. Und dann gibt es hier noch ein Tauner-Level, wo sowieso wieder 3 Milliarden Kisten drin sind. Die Äpfel sind eigentlich so wie die, ich weiß gar nicht, die Münzen bei Mario, glaube ich, wenn man, also wenn man 100, oh. Wenn man 100 Äpfel hat, dann kriegst du ein Leben. Was? Uäh. Warum spawnt er mich denn da? Der hat den Wumpa-Früchte, ja. Für Leute, die sich... Ach, fick dich doch. Für Leute, die sich nicht mit Crash Bandicoot auskennen, sind das Äpfel. Und für Leute, die sich mit Crash Bandicoot auskennen, sind das auch Äpfel. Und hin und wieder mal Wumpa-Früchte, wenn jemand... Fick dich doch, wenn jemand jemanden darauf hinweist, hingewiesen hat, hinweisen tut. Haben wir überhaupt alle Kisten? Ja. Ach komm. Man darf nicht sterben. Man darf nicht sterben. Warum sagt mir das denn keiner? Du darfst nicht sterben in den Level. Ja, danke schön. Mann, oh. Ach, Leute. Nein, ich mache jetzt erst noch Toxic Waste. Ich will den blauen Edelstein haben. Ja, du hast die Level aufgezählt. Das war aber ungefähr vor der Stunde oder so. Und meinst, ich wüsste dann noch. Und ich habe auch nicht geguckt, was man hier... Ich will kein Time Trial machen. Ich hätte auch nachgucken können, was da für ein Dings ist. Echt? Man sieht die auf... Echt? Das war beim Original nicht so, oder? Da habe ich ja noch nie drauf geachtet. Aber ich habe jetzt gerade auch gesehen, wo der die hingelegt hat. Also wo der anfängt, die auf den Boden zu schmeißen. Da war auf jeden Fall auch so ein Dotz. Das ist ja cool. Dann ist das ja voll easy. Hier, guck da. Das ist so kaputt. Kapotski. Da muss ich aber gleich mal drauf achten. Sache. Also du darfst nicht sterben, Toxic Waste, Sleeping Reclimb, Lights Out und The Lab. Ja, das ist ja cool. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ist mir ja noch nie aufgefallen.